Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Freitag, schon Nachmittag 3 Uhr. Ich wollte eigentlich schon viel länger, viel eher irgendwas anfangen und es hat nicht geklappt, weil hier so ein Kuddelmuddel gerade ist. Das Haus ist schon wieder randvoll. Die Männer kamen früher von der Arbeit, dann habe ich denen erstmal die Reste, hier ist auch nichts mehr oder fast nichts mehr drin, die Reste von gestern noch warm gemacht, dann war Dirk weggedüst zu Werkstatt, irgendwie so ein Reifenladen, der braucht Sommerreifen für sein Auto. Dann, was war denn noch? Dann kam auf einmal Christians Kumpel, ne, die streiken gerade, das heißt, er hat frei. Verbringt er das Wochenende jetzt bei uns, muss nur zwischendurch einmal irgendwie irgendwo hin. Ja, also ich konnte hier nichts irgendwie vor der Kamera anfangen, obwohl hier eigentlich alles schon läuft. Hier habe ich schon Fleisch für die Suppe angestellt, muss gleich noch dieses ganze Zeug abschöpfen. Geschirrspüler läuft, habe dann noch ein paar Befehle an die Jungs verteilt hier. Die haben Holz geholt von hinten und auch ins Haus. Müll, haben die jetzt Müll rausgebracht? Ja, Mülleimer sind leer und so weiter und so fort. Und es geht jetzt einfach weiter. Es wird wieder trubelig, kuddelmuddelig hier, weil eben das Haus voll ist. Jugendherberge zu Irina hat schon die ganze Woche geöffnet. Ja, aber ich nehme euch trotzdem mit und jetzt wollen die Mädchen euch noch was vorstellen. Die haben gestern nämlich was gemacht. Vielleicht wäre es auch eine Idee für diejenigen von euch, die Kinder haben, die auch schon beschäftigt werden wollen müssen und auch mal malen können. Willst du das nicht selber erklären? Komm mal rüber. Also die haben gestern sich diese Bilder, dieses Dinger hier genommen, ne, die Leinwände. Und haben so eine Aktion gemacht. Was war jetzt der Sinn des Ganzen? Jeder malt nur eine Sache. René hat den Schmetterling gemalt und Isabel hat diese braune Sache hier gemalt. Das sollte eigentlich eine Brücke oder Straße oder irgendwie sowas in der Brücke. Und dann malt einfach jeweils andere weiter. Ja. Was sie denkt. Die sagen sich nicht gegenseitig, was das jetzt sein soll. Die andere interpretiert halt, was da jetzt was sie denkt und malt. Das hat jetzt Easy weiter gemalt. Naja, eine Sache. Ich habe die Blume gemalt, den Hintergrund hat René gemalt. Und das hat René aus Isabels Bild gemacht. Da hat sie einen Drachen auf einmal hier drauf gemacht. Sie gemalt. Ich habe dann alles ausgemalt und habe noch die Höhle mit dem Ei dazu gemalt und den Weg. Aber sieht das nicht mega aus? Und die Idee, ne? Also ich finde die Idee einfach nur cool, dass sie überhaupt sowas jetzt gemacht haben. Welches hier findest du besser? Da kann ich jetzt mich ehrlich gesagt nicht so dolle festlegen. Die sind beide einfach wunderschön, oder? Also ihr könnt ja gerne auch sagen, welches ihr besser findet. Eins wäre René mitnehmen und das andere soll hier bleiben. Dann musst du dann, oder René muss dann entscheiden, was sie mitnehmen will. Ich finde, da musste ich erstmal tatsächlich gucken, was das ist. Ich habe erstmal gedacht, das wäre ein Stier. Der hat auch gesagt, der hat als erstes nicht gedacht, dass es ein Drache ist. Aber es, doch, jetzt sieht man ne, die Schuppen von dem Drachen. Und ja, also mir gefällt beides sehr gut. Ich würde das behalten, tatsächlich. Der Schmetterling, ne? Ja. Aber das müsst ihr euch untereinander. Ich gebe euch gleich noch ein paar Aufgaben, ne? Also entfernt euch nicht so weit weg. So, ich muss jetzt endlich mal auch richtig was machen, nicht nur ein bisschen hier so Kleinigkeiten wie Geschirrspüler und so weiter. Ich werde heute eine Suppe kochen. Christian und ich haben uns entschieden, dass es eine gemischte, so eine bunte Bohnensuppe wird mit Rindfleisch. Ich muss jetzt auch unbedingt endlich mal den Schaum abschöpfen. Moment. Und ich rede einfach weiter. Dann backe ich auch noch einen Kuchen, weil wir nun mal viele wieder hier sind. René wird zwar morgen schon Nachmittag abgeholt, die ist ja schon seit Mittwoch hier, weil die da jetzt noch irgendwas zu erledigen hat. Die geht auch mal zwischendurch immer wieder mit dem Hund ihrer Oma zum Beispiel, ne,
Gassi und solche Sachen. Ja, aber nichtdestotrotz, ne, wir sind doch schon einige hier und kann auch gut sein, dass eventuell meine Schwester vorbeikommt. Das muss ich noch klären, weil Flo war jetzt gerade eine Woche, ab Samstag war er auf Biwak. Die sind nämlich, er ist ja bei der Bundeswehr und muss im August tatsächlich für ein halbes Jahr nach Litauen. Ja, und als Vorbereitung auf diesen Litauen-Einsatz machen die jetzt mehrmals in der Zeit noch bis dahin solche wöchentlichen Einsätze in irgendeinem Wald. Ne? Also die sind dann im Wald die ganze Zeit tatsächlich, versorgen sich auch, schlafen draußen, egal wie das Wetter ist und so weiter und so fort. Und der müsste, glaube ich, heute wiederkommen. Kann sein, dass die dann morgen oder so zum Tee vorbeikommen. Ich weiß das nicht genau. Oder vielleicht hat er auch seine Kinder. Ich weiß das auch nicht. Auf jeden Fall backe ich jetzt mindestens eine Sache fürs Wochenende. Und dann muss ich auch ein bisschen noch was im Haushalt erledigen. Das Badezimmer, weil eben so viele Menschen gerade hier sind, muss ein bisschen geputzt werden. Boden, ein bisschen hier und da was aufräumen. Oben habe ich noch was zu tun. Ja, also lege ich jetzt einfach mal los. Ich werde aber auch einige Sachen delegieren wieder. Ne? Also wie gesagt, die Jungs haben schon jetzt gemeinschaftlich hier Sachen gemacht. Aber das ist natürlich nicht alles, was hier noch erledigt werden muss. Ja, als erstes mache ich mir aber... Nee, ich habe ja noch mein Wasser hier. Ordentlich trinken. Durch die Medikamente habe ich auch immer so eine Trockenheit im Mund. Und die Lippen sind auch immer trocken. Ja. Genau. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit und wünsche euch viel Spaß beim weiteren Video. So ihr Lieben, ich dachte mir, ich fange mit den Sachen, die am wichtigsten ist jetzt, sind jetzt fürs Wochenende. Und zwar Kuchen und dann die Suppe. Ich habe jetzt die Suppe zu weit runtergestellt, da kocht nichts mehr. Habe jetzt wieder ein bisschen höher gedreht, damit das Fleisch richtig gekocht wird. Ja, ich backe jetzt einen Kuchen, dann gucke ich, ob ich eventuell noch was, je nachdem wie ich durchkomme, hier mit dem ganzen Kram. Dann koche ich die Suppe und dann mache ich das, oder zwischendurch mache ich halt das, was im Haushalt noch gemacht werden muss. Und Abendessen muss ich heute nicht kochen. Es ist nämlich so, dass Christians Kumpel heute das Abendessen bestellen wird. Yay! Die bestellen dann was und holen es ab, weil hierher liefert keiner. Wir sind nun mal am Arsch der Welt sozusagen. Ja, aber ich muss heute nichts machen, sonst ist Fastfood Freitag. Da schmeiße ich wenigstens irgendwie Pommes oder Pizza oder sonst irgendwas in den Ofen. Entfällt heute auch. Wir bestellen heute was, ich denke mal bei Attila, das heißt entweder Pizza oder Döner oder sowas, ja. Genau, aber jetzt backen wir Kuchen. Ich habe mir gedacht, ich mache einen Apfelkuchen. Ich habe hier jetzt auch 4 Äpfel geschält, geschnitten, mit Zitronensaft beträufelt. Und das wird ein Joghurt-Haferflocken-Apfelkuchen. Ich werde aber im Titel einfach nur Apfelkuchen schreiben, sonst ist der Titel dann einfach viel zu lang. Ich habe ja nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen, ne, wenn ich jetzt einen Videotitel schreiben will. Deswegen wird das nur Apfelkuchen stehen, aber ja, in der Beschreibung mache ich dann den richtigen Namen rein. Was mache ich denn jetzt alles rein? Das zeige ich euch einfach mal. Ich habe auch schon ein Foto gemacht und werde das nachher per Hand abschreiben oder aufschreiben und euch hinten dran wieder anhängen. 3 Eier gebe ich schon mal hier rein und 200 Gramm Zucker. Dann wird das Ganze erstmal verrührt. Ordentlich aufgeschlagen, damit die Eier auch schon so eine schaumige Masse sind. Ich gebe noch ein bisschen Vanille dazu.
vergangen und die Eier sind schon richtig aufgeschlagen. Es ist wirklich schöner Schaum schon. Deswegen mache ich jetzt einfach mal langsamer und mache weiter. Ich habe hier 110 Gramm Butter. Das war einfach so jetzt so eine Zahl, sage ich mal, ne? so ein Gewicht in der Packung noch drin. Die gebe ich jetzt einfach dazu. Ich habe die fast geschmolzen. Ja. Und dann habe ich hier 320 Gramm Joghurt. Einfach Joghurt pur. Ich habe Joghurt nach griechischer Art hier. Aber das ist eigentlich unwichtig. Hauptsache Joghurt. Oder eben auch Buttermilch, Kefir. Ich habe jetzt Joghurt genommen und gebe den auch rein. Dann nehme ich ein bisschen Zimt dazu. Zu Apfel passt Zimt ja ganz gut. Aber es ist nicht viel da. Also vielleicht ein halber Teelöffel. Dann ist die Dose auch schon leer. Und dann mache ich Haferflocken dazu. Ich dachte mir, ich mache das ein bisschen noch gesünder und gebe einfach 100 Gramm Haferflocken mit rein und jetzt 320 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver. Verrühren. Mache ich jetzt erstmal aus, damit ich einfach besser... Ui, Joghurt hier. Damit ich einfach besser die Mehl-Backpulvermischung reingeben kann, hole ich einfach mal den Rührer raus und siebe es direkt in die Schüssel rein. Also und den Rührer wieder zurück. Jetzt langsam einrühren alles, also das Mehl und Backpulver. Und dann einfach die Äpfel. Das sind vier Stück, unterschiedlich groß, aber sind vier Stück. So, einfach eingerührt. Und mir muss es auch gar nicht mehr sein. Also das ist jetzt auch schon alles. Einmal den Rührer sauber machen, damit nicht zu viel Teig dran kleben bleibt. Das ist jetzt der Teig für den Kuchen. Also der ist ziemlich fest, aber die Äpfel, die geben ja noch Saft. Ne? Die Äpfel geben immer Saft, deswegen passt das ganz gut. Ich wechsle mal den Platz, da habe ich frei auf der anderen Seite. So, ich habe jetzt hier die Backform schon fertig, vorbereitet und gebe einfach den Teig rein, streiche ihn glatt. Eigentlich wäre es sogar besser, wenn man das jetzt auf dem Blech macht. Ich habe gar nicht damit gerechnet jetzt, dass das so viel Teig wird. So, fertig. Und dann wandert die ganze Geschichte bei 160, 170 Grad, 170 eher, in den Backofen. Wie lange, weiß ich nicht. Das dauert garantiert etwas länger diesmal. Deswegen auch nicht ganz so hoch die Temperatur erstmal. Wenn der Kuchen schon fast fertig ist, werde ich einfach obendrauf, wie so oft, ein bisschen braunen Zucker streuen. Damit oben so eine schöne karamellige Kruste entsteht. Und ansonsten einfach mit einem Zahnstocher oder einem anderen Stäbchen reinpieksen und gucken, ob da was dran kleben bleibt oder nicht, ne? Ob der Kuchen durch ist oder nicht. Das ist jetzt der Kuchen super einfach tatsächlich, der Teighonig. Ist ja nicht wirklich groß was Aufwendiges, schnell gemacht und meistens sehr lecker. Jetzt habe ich noch Haferflocken mit reingetan, also ich mache das ja immer wieder anders, ne? Immer frei Schnauze. Immer mal was Neues, heute mal griechischer Joghurt und Haferflocken. Manchmal nehme ich einfach nur Schmand und Nüsse oder Grieß mit rein. Da kann man sich wirklich austoben, wenn man lustig ist.
So, Kuchen in den Ofen und dann geht's weiter. Ja, ihr Lieben, und jetzt bereite ich alles vor für die Suppe. Ich habe da ein bisschen Gemüse vor mir liegen und muss das einmal alles schälen und schneiden bzw. reiben. Ein Teil davon mache ich per Hand, ein Teil mit dem Nicer Dicer. Aber zwischendurch werde ich mal dann immer wieder mal ins Badezimmer gerufen. Mal braucht man mal Handtücher, man braucht da irgendwas anderes. Oder Christian kommt rein und fragt irgendwas. Ja, also das ist heute ein bisschen alles anders, angespannter, kuddelmuddeliger irgendwie. Ja, wenn sowas dann im Haus passiert, wie das gerade der Fall ist, dann ist alles, was man sonst eigentlich geplant hatte, ein bisschen hinfällig. Ne? Also ich hatte einige andere noch Sachen vorgehabt, aber das musste dann jetzt, ja, nach hinten geschoben werden und nicht so, wie ich das eigentlich dachte. Ja, aber jetzt mache ich alles fertig für die Suppe, schneide auch das ganze Gemüse und dann hole ich auch das Fleisch aus dem Topf, damit es ein bisschen abkühlen kann und ich es auch schneiden kann. Und anschließend räume ich erstmal den Geschirrspüler aus und wieder ein, weil einiges so wieder um mich herum steht, was ja nur Platz wegnimmt und unbedingt ja weg muss, sauber gemacht werden muss. Ich habe jetzt das Fleisch rausgeholt und habe ein bisschen Wasser nachgekippt, weil mir da jetzt ein bisschen zu wenig Wasser war. So fürs Fleischkochen nehme ich immer nicht so viel Wasser rein, damit es auch schneller halt gekocht wird und nicht, dass das Wasser kochen muss. Zwischendurch gucke ich nach, was der Kuchen macht und ja, habe jetzt erstmal ihn vorsichtshalber einmal mit Alufolie abgedeckt und für ein paar weitere Minuten in den Ofen geschoben, weil irgendwie er schon ziemlich braun geworden ist, aber innen drinnen noch nicht ganz durch. Der Kuchen hat insgesamt, denke ich, so 45, 50 Minuten gebraucht bei ja, so 170 Grad, wollte ich nochmal erwähnen. Und jetzt mache ich einfach alles fertig und dann nehme ich euch wieder mit beim Suppe kochen. So, ihr Lieben, hier ist schon wieder Ausnahmezustand. Unten hier anscheinend ist Abfluss verstopft. Dirk ist schon seit, ich glaube, einer Stunde im Gange, hat schon das Klo abgebaut und sonst irgendwas. Ist natürlich nicht begeistert. Schimpft und meckert, ist ja auch klar. Und macht da, versucht irgendwie den Abfluss gerade frei zu kriegen. Weil in der Dusche und so das Wasser steht, nicht abläuft.
Und er findet aber irgendwie nichts, wo da irgendwas festsitzen würde oder so. Also ich habe keine Ahnung. Ja, ich muss dann auf jeden Fall heute noch hier unten, wenn die Suppe kocht und er fertig ist da, das Bad putzen, das ist schon mal klar. Aber jetzt koche ich für morgen die Suppe. Ist nichts Großes, Spektakuläres, ist wieder nur eine Suppe mit Hülsenfrüchten. Ich werde das auch so nennen, Hülsenfrüchte-Suppe. Ich habe da nämlich unterschiedliche Bohnen jetzt gerade zum Abtropfen hier hingepackt. Ne, so ein Hülsenfrüchte-Potpourri, da sind Kidneybohnen, weiße Bohnen, Riesenbohnen, Kichererbsen. Dann habe ich noch hier so eine Wachtelbohnen-Dose aufgemacht, eine Dose mit ganz normalen, also weiße Langbohnen und eine Dose mit Kichererbsen. Das schmeiße ich einfach alles zusammen rein. Dazu noch aus dem Gefrierschrank vom letzten Jahr aus dem Garten, ich denke mal zwei Hände voll grüne Bohnen. Und Rindfleisch kocht auch schon, habe ich auch schon kleiner geschnitten. Wird mit Rindfleisch sein, die Suppe. Dazu kommt einfach noch Kartoffeln. Und ich mache jetzt Zajarka. Zajarka ist das angebratene, was ich immer mache, so angebratene Gemüse. Und anbraten werde ich auf jeden Fall hier zwei kleine Zwiebeln. Oder so mittelgroße, sage ich mal. Zwei Möhren. Und wenn die angebraten sind ein bisschen, kommt eine Paprika und eine Solo-Knoblauch noch dazu. Das ist alles. Also mehr kommt bei mir nicht rein. Ein bisschen vielleicht noch zusätzlich Rinderbrühe. Natürlich Kräuter, Salz, Pfeffer und so weiter. Das versteht sich von selbst. Aber erstmal brate ich hier die Zwiebeln mit Möhren an. Ich habe jetzt schon den Geschirrspüler eingeräumt, aber noch nicht angemacht, weil ich nicht weiß, aber eigentlich ja, könnte man den anmachen. Und ich brate das jetzt mal an und in der Zwischenzeit lasse ich noch das Fleisch ein bisschen weiter kochen, bevor die Kartoffeln und alles andere mit reinkommt, weil das Fleisch noch nicht ganz durch war. Der Kuchen ist fertig. So sieht er aus. Durch den braunen Zucker und so weiter und Zimt ist er natürlich etwas dunkler. Und Haferflocken. Aber es sieht sehr gut aus. Ich hoffe, der schmeckt auch so gut, wie er aussieht. Ich mache nachher, wenn er abgekühlt ist, euch einfach mal ein Stückchen abschneiden und zeigen. Auch fürs Foto und so. Aber jetzt lasse ich erstmal die Möhren und Zwiebeln anbraten. So, die Möhren und Zwiebeln sind tatsächlich schon ein bisschen angebraten. Deswegen packe ich einfach mal die Paprika und auch den Knoblauch mit dazu. Und brate es noch ganz kurz an. Und in die Suppe gebe ich schon mal die Kartoffeln rein. Und auch die grünen Bohnen. Dann kann das auch schon mal kochen, während mein Gemüse hier noch ein bisschen angebraten wird. Ja, und wenn das Ganze kurz angeröstet ist, kommt dieser Zajarka einfach auch in den Topf rein. So, dieser Zajarka und alles ist drin. Der Rest kommt später. Die Bohnen, die sind ja fertig. Die müssen nicht so früh rein. Die kommen nur zum Schluss rein, damit sie nur ein bisschen heiß werden und einmal kurz aufgekocht werden. Und ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen was von der Rinderbouillon. Das ist Bio-Bouillon Rind. Kaufe ich immer bei Norma. Gebe ich jetzt noch mit rein und lasse alles kochen. Wenn alles durch ist, wird einfach noch ein bisschen
nachgewürzt mit Kräutern und so weiter. Und die Bohnen kommen mit rein. Genau. Das ist jetzt auch alles. Ich gucke, ob ich noch die paar Schüsseln mit reinkriege. Und guckt mal, da passiert rein gar nichts. Bei meiner Arbeitsplatte, ich habe gerade eine Pfanne direkt vom Herd draufgestellt. Die kann es tatsächlich ab. Ich werde mal wieder gefragt. Genau, ich mache das jetzt, gucke, was Dirk da macht, ob ich da irgendwas helfen kann und dann geht's weiter. So, ihr Lieben, die Kartoffeln und alles sind schon fast durch, deswegen geht's weiter. Ich gebe jetzt einfach mal die Bohnen mit rein. Bohnen und Kichererbsen und so weiter, was ich da alles habe. Sieht sehr, sehr lecker aus. Und jetzt gebe ich ein paar Lorbeerblätter mit rein, ein paar kleinere und noch ein paar Kräuter. Ich habe jetzt hier Schnittlauch, einfach mal dazu, auch Dill. Und hier habe ich so 8 Kräutermischung und davon gebe ich einfach auch was mit rein und ein bisschen Salz und Pfeffer noch dazu. Suppe ist fertig. Ich lasse die jetzt noch ein paar Minuten blubbern bei schwacher Hitze und dann ist das Essen für morgen tatsächlich fertig. Ja, hier ist immer noch Land unter. Dirk weiß nicht, wo was festsitzt. Er hat schon, ach Gott, alles Mögliche versucht. Ist natürlich richtig genervt und kaputt auch schon und es wird irgendwie nicht wirklich besser. In der Dusche steht immer noch das Wasser und ja. So sieht es hier gerade aus. Katastrophe pur. Alles ist zu. Ach Mann, die finden einfach nicht, wie das jetzt freigekriegt werden kann. Dirk und Christian sind gerade schon draußen und machen da, ist unser Dings hier, Abfluss, Anschluss, wie auch immer. Trotz Regen und sonst was versuchen sie gerade. Da, Dirk hat Christian runtergerufen. Hier liegt irgendwas rum, da, ich weiß auch nicht. Katastrophe. Ich weiß auch nicht. Ich kann da auch gar nichts machen. Irgendwie groß helfen kann ich auch nicht. Das Badezimmer ist erstmal nicht so groß, dass man da jetzt zu zweit irgendwie hantieren könnte und außerdem wüsste ich gar nicht, was ich da überhaupt machen sollte. Ich hoffe, es wird noch, dass er das noch hinkriegt oder dass wir jetzt irgendwie Notdienst rufen müssten. Ich wüsste ja auch gar nicht, ob wir überhaupt hier in der Nähe Notdienst haben. Und ob die dann heute kommen würden. Aber das ist halt ein bisschen blöd. Ne? Wir sind gerade 7 Personen wieder im Haus. Und unteres Bad ist gerade nicht benutzbar. Ich schneide jetzt gerade ein Stückchen vom Kuchen ab, damit ich es euch zeigen kann. Und dann werde ich einfach dieses Video, glaube ich, beenden. Ja, der Kuchen ist super durch. Guckt mal, so schaut der aus. Ne, man sieht sehr schön die Äpfel. Der ist ein bisschen dunkler, ist normal, weil eben Zimt und Haferflocken und so weiter drin sind. Ja, es duftet natürlich hier in der Küche fantastisch nach dem Kuchen und so. Die Kinder werden jetzt auch was bestellen. Müssen nur gucken, was.
nehme mal an, ich nehme einen Döner, habe ich schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr gegessen. Das passt dann ganz gut. Dann werden sie das Essen abholen und dann war es das. Ich nehme euch jetzt aber nicht mehr weiterhin mit, auch wenn ich heute noch bestimmt einiges erledigen muss. Irgendwann mal werde ich ja das Bad putzen müssen und hier überall unten durchsaugen. Ja, aber die Suppe und der Kuchen sind fertig fürs Wochenende. Das habe ich euch jetzt gezeigt. Wenn die Suppe fertig ist, werde ich extra so einen Teller abfüllen und Foto machen, dann und den Kuchen auch noch mal gleich fotografieren. Dann setze ich das euch einfach mal hinten dran und auf jeden Fall im Titelbild wird das auch sein. Genau, das war es jetzt von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen ein super, super schönes Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss. So, ihr Lieben, ein kleiner Nachtrag. Jetzt am Schluss noch am Abend. Die Jungs sind gerade los Essen holen. Die haben schon bestellt online und jetzt holen sie das nur ab. Ich habe gerade durchgesaugt und das Badezimmer auf allen Vieren geschrubbt. Bin fix und erledigt. Will nicht wissen, wie mein Mann gerade geht. Der ist bestimmt richtig K.O. Der muss ja nochmal duschen. Ist ja auch klar. Der war in dem Loch da hinten, ne, so bei der Einfahrt. Ich habe da reingeguckt. Ich glaube, da geht es mindestens 3 Meter tief. Und da ist er runtergestiegen und hat da irgendwas noch gemacht. Das Wasser läuft jetzt ab. Aber es muss da alles aufgebuddelt werden. Er vermutet, dass irgendwo weiter weg, was man nicht sehen kann, ne, eine Wurzel von den riesigen Eichen wohl reingewachsen ist. Oder ist es da noch irgendwie weiter weg im Knick oder wo auch immer noch eine irgendwas, ne, verstopft? Werden wir sehen. Er wird dann jetzt wahrscheinlich die Tage das alles aufbuddeln. Ich würde mit den Jungs das wohl machen und bin sehr gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt. Das geht garantiert ins Geld und in die Nerven auch. Ja, ich bin K.O., ich weiß auch gar nicht. Ich habe mir zwar jetzt auch einen Döner bestellt, aber ich bezweifle, dass ich da groß was essen kann. Irgendwie habe ich gerade auch absolut keinen Appetit und keine Kraft mehr. Genau, so sieht's aus. Und jetzt sage ich nochmal Tschüss und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Tschüss.